Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Blizzard hatte ja vor ein paar Tagen 30 Jahre Warcraft und 20 Jahre World of Warcraft gefeiert mit uns. Hat viele nostalgische Videos gepostet, unter anderem auch die Roadmap für 2025 und noch für das Ende 2024 für Retail und auch für Classic. Und darüber reden wir heute. Ganz kurz noch eben, ich würde mich super darüber freuen, wenn wir diesen Monat noch die 500 Abos auf YouTube knacken würden. Deswegen, wenn euch das gefällt, was ihr seht, lasst mir doch gerne ein Follow und ein Abo da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt direkt rein ins Video. Zuerst einmal reden wir noch über den Content, der noch dieses Jahr 2024 kommen wird. Und das ist noch einiges, was wir noch bis Winter oder Ende dieses Jahres erwarten können. Zum einen Patch 11.0.7 mit der Sireneninsel. Dazu wurde ja eigentlich schon fast alles gedatamined und wir wissen, was auf uns zukommt. Dazu dann neue Story und neue Quests natürlich. Wir wissen, das ist so eine Art Pirateninsel. Es wird einen Ring geben, deswegen hier dieser Cycress Circlet. Den können wir aufwerten und dann damit verschiedene Aktivitäten auf dieser Insel freischalten. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Auch werden turbulente Zeitwanderungen zurückkommen oder turbulente Zeitwege. Das Winterhauchfest wird neue Inhalte bekommen, genauso wie es weitere Feiertags-Updates geben wird. Das ist erstmal allgemein gehalten, der klassische Content, der so zum Ende des Jahres kommt. Was hier noch mit dabei stehen sollte, wäre das Plunderstorm-Event kommt zurück mit neuer Möglichkeit, Ausrüstung zu kriegen, nämlich jetzt über Punkte oder ein Währungssystem, wie man sich das dann hinterholt. Wie es hinterher aussieht, müssen wir uns angucken. Ja, als nächstes kommt im Spätwinter, Januar, Februar rum, Patch 11.1. Da wurde ja auch schon ein bisschen was gedatamined. Es kommt tatsächlich Undermined mit D am Ende und Season 2. Damit dann die neue Zone, Undermined, dann ein neuer Raid, Befreiung von Undermined. Ein neuer Dungeon, Operation Schleusentor, dann Drive. Also man kann, wie in dem Trailer oder in dem Video von Blizzard schon gesehen habt, dann Autorennen fahren da unten. Mal schauen, wie das wird. Ein bisschen durch die Gegend driften. New Delves, also neue Tiefen werden wir kriegen. Ein neues Rufsystem, maybe. Und ein Warbands UI-Update. Da schauen wir mal, was das genau wird. Und halt die Season 2. Da habe ich auch schon Bock drauf. Es wurden auch schon einige Dungeons gedatamined, welche in den M-Plus-Pool kommen. Aber da werde ich nochmal in einem späteren Video drauf eingehen und extra behandeln. Das Ganze wird so ein Goblin-Setting haben. Das sollte wohl damals schon kommen. Wurde verworfen, beziehungsweise nach hinten verschoben. Jetzt kommt's. Also es ist alles so ein. Also ein Goblin-Setting. Als nächstes gehen wir in den frühen Frühling, beziehungsweise in den Frühling rein mit 11.1.5. Hier kommt ein neuer Content, Nightfall. Ich denke, das wird dann die erste Vorbereitung sein, natürlich auf das neue Add-on. Was das genau beinhaltet, wissen wir an der Stelle noch nicht. Wird wahrscheinlich zusammenhängen mit diesen Horrific Visions. Das hatten wir schon mal, diese schrecklichen Visionen. Da konnten wir dann unter anderem alleine oder in der Gruppe durch Stormwind-Szenarien absolvieren. Mal gucken, was das wird. War meines Wissens nach ganz cool. Aber wir warten ab. Das ist ja noch in der Zukunft. Und da wird ja bestimmt noch einiges dazukommen. Ja, und dann halt Updates zur Kinderwoche. Im späten Frühling, also Richtung Ende des Frühlings, gibt es dann also nochmal ein Upgrade oder ein Update zu Story und Quests. Wir gehen weiter in Richtung neues Update, beziehungsweise neue Erweiterung. Dann weiter neuer Content. Und Systemupdates, gut, wie gesagt, alles super allgemein erstmal noch gehalten. Und da werden die turbulenten Zeitwege, die Time Walkings wohl, turbulente Time Ways wohl wiederkommen. Hatten wir ja schon mal hier in 11.0.7, genau hier. Und da kommt es wohl nochmal. Ja, wieder richtig spannend wird es dann im Sommer 2025 mit 11.2, der nächste größere Patch, wo auch Season 3 anfängt. Wir kriegen eine neue Zone, worüber aktuell noch nichts oder kaum was bekannt ist. New World Events, also neue Weltereignisse, neuer Raid, neuer Dungeon, neue Open World Challenges, also neue Open World Herausforderungen, Warbands Updates, Braufest Updates und Season Rewards Refresh. Und damit halt auch Season 3. Damit dann auch wieder neuer M Plus.
Pool, das ist ja schon im Sommer, ist noch ein gutes halbes Jahr hin, bisschen länger als ein halbes Jahr. Und dann gehen wir auch schon mit großen Schritten auf das neue Add-on zu. Ende des Sommers wird dann ein Expansion Reveal geben. Das heißt nicht, dass hier dieses Add-on rauskommt, nicht falsch verstehen. Das wird erst 2026 rauskommen. Wir wissen noch nicht genau wann, aber ich denke ersten Quartal, maybe Anfang zweites Quartal von 2026 wird es kommen. Damit dann auch Housing, was sich die Community schon lange, lange wünscht. Ich bin auch unvoreingenommen. Die ersten großen, richtig großen Schritte in Richtung Neuerweiterung. Vielleicht geht es dann storytechnisch, lore-technisch immer weiter. Wir werden sehen. Im frühen Herbst neue Inhalte und Systemaktualisierungen und der 21. Jahrestag von World of Warcraft. Schauen wir mal, was da kommt. Eher wieder ein kleinerer Patch. 11.2.5. Wir schauen mal, was draus wird. Und springen direkt in den Spätherbst mit Patch 11.2.5, wo es neue Stories, neue Geschichten geben wird und neue Inhalte und Systemaktualisierungen. Da wird noch mehr kommen. Ist erstmal für mich zum größten Teil ein Platzhalter. Und wir werden schauen, was sich da dann ergibt. Ja, hier zum Anfang des Winters wird es nochmal super spannend. Man sieht, die Leiste hier füllt sich schon grün. Da wird natürlich spekuliert, ob es dann vielleicht ein Fun-Mode oder ob es WoW Remix über Legion gibt. Die Farbe wird passen. Dann dieses mysteriöse Runensymbol. Da wird es wohl spekuliert, dass es sich da um die Spielerunterkunft von Hearthstone handelt. Wie das da reinspielt, super interessant, wir werden sehen. Hearthstone habe ich selber nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Da wird auf jeden Fall was kommen. Vielleicht gibt es dann keine Season 4, sondern dieser Spielmodus, wie zum Beispiel von Remix Mist of Pandaria, nur dass dann vielleicht Legion kommt. Oder was ganz anderes, da bin ich super gespannt drauf. Was denkt ihr, was es ist oder was es wird? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wegen der grünen Farbe, wegen dem Zeitpunkt, weil keine Season 4 kommt, World of Warcraft, Remix, Legion. Zu guter Letzt springen wir noch in die Roadmap von WoW Classic, die 2024, 2025 ist. Da hat Blizzard auf dem Event auch noch veröffentlicht, wie es da weitergeht. Zum einen starten wir mit WoW Classic Cataclysm. Da geht es jetzt dem Ende entgegen. Die letzten Raids werden eröffnet. Und da geht es jetzt Richtung Winter, dann auch in den letzten Teil des Add-ons. Und wir starten dann im Frühling nächsten Jahres mit Mist of Pandaria Classic. Wurde angekündigt. War uns allen eigentlich klar, dass es da weitergeht. Ein sehr geiles Add-on. Viele Leute haben es damals am Anfang nicht so gefeiert, weil Pandaren reinkamen. Hinterher aber, als das Add-on dann doch gut anlief oder recht vorbei war am Ende, haben die Leute dann doch gesagt, doch, das Add-on war eigentlich nice. Ich fand es auch sehr cool. Ich hatte mit Pandaren kein Problem. Aber ich fand das Add-on geil. Deswegen, ich freue mich darauf. Da werde ich auf jeden Fall spätestens auch wieder einsteigen. Und dann im Sommer und Herbst geht es dann weiter mit dem Pre-Patch, dem Launch von den neuen Raids, Dungeons. Ganz normal, wie es dann normal in den Add-ons halt weitergeht vom Zeitplan. Jetzt kommt wahrscheinlich der Knaller, wo ihr alle sagt oder viele sagen, boah, geil. Es gibt nochmal einen Classic Era Fresh Start. Und das nämlich schon am 21. diesen Monats. Das ist nämlich nächste Woche Donnerstag um 23 Uhr. Am 21.11. um 23 Uhr unserer Zeit werden nochmal die Server komplett auf Null gesetzt mit ein paar Quality of Life Features, worauf ich noch in einem extra Video eingehe, wie LFG-Tools, aber eben nicht so ein Hinteleportier-Gedöns, sondern ne, dass der Chat nicht so voll gespammt wird, sowas. Das wird kommen von Level 1 bis 60. Es gibt nur PvP, PvE und Hardcore wird alles gleichzeitig starten und es gibt nur Massenserver. Da werde ich aber nochmal drauf eingehen. Das heißt, Blizzard muss hinterher nicht mehr so aufwendig die Server zusammenlegen, wenn die Spielerzahlen einfallen. Deswegen, ich finde das super geil. Da kann jeder nochmal, wer Bock hat, nochmal starten von Null. Alles starten gleich und. Aber da gehe ich nochmal in einem extra Video drauf ein. Und dann soll es genau ein Jahr gehen, sieht man auch auf der Roadmap hier, ja, die Phasen, dann direkt, ich glaube, 3 Wochen später soll direkt Molten Core kommen und Onyxia und dann die nächsten Phasen mit den Raids und den ganzen Instanzen und dann genau ein Jahr später soll diese Server sollen dann in Burning Crusade Classic wieder übergehen. Bin ich sehr gespannt drauf, werde ich auch mit reingehen. Wird cool. Und dann ganz kurz noch zu Season of Discovery, WoW Classic Season of Discovery, SOD, die letzten Phasen 5,
6 und 7 werden jetzt bis nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres starten, wie auch angekündigt. Und die Server bleiben offen. Also wer sich da fragt, scheiße, lohnt sich das denn noch? Farmen doch jetzt kein Gold oder Zeit und Energie reinstecken, wenn die Server ja geschlossen werden. Nein, die Server werden aufbleiben. Vielleicht kommt da weiterer Content. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Aber Phase 5 mit den letzten Raids, Zul'Gurub, was da nicht, Ankirash, was kommt, Nax Ramas mit der letzten Phase. Da steht noch New Endgame Content. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Da gibt es auch schon wieder einige Leaks und neue Daten, wurde noch einiges gedatamined. Das kommt dann auch noch mal in einem extra Video, damit wir das hier erstmal ein bisschen allgemeiner halten. Das waren die neuesten News zur Roadmap und der Zukunft von WoW Classic und WoW Retail, was alles dieses und nächstes Jahr noch kommt. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich super darüber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Kuss.